Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gothic 2 und ihre Langfinger ist wieder unterwegs. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Man hört sie das anders. Raus hier! Habt ihr nichts zu suchen? Ja. Lass mich doch mal in Ruhe. Das darfst du keinem erzählen. Ich habe Gibt doch kein Geheimnis. zwei Eingebäude ausgespäht, wo eine Geheimtür ist. Was hast du hier zu suchen? Ja. Kluges Kerlchen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Also hier noch eine Geheimtür Das ist irgendwo. ja schrecklich. Ich will einfach mal riskieren und sagen, ich renne einfach mal hier rein. Raus hier! Hey, raus! Alarm! Also, letztes Mal war das halt mit den Wappen schon echt. Was hast du hier zu suchen? Eine coole Idee, aber jetzt. Kluges Kerlchen. Was hast du hier zu suchen? Und jetzt mach, dass du hier raus. Ja, die verprügeln mich, glaube ich, mein Geld. Das ist ja schrecklich. Gleich nochmal. Raus hier! Raus hier! Was hast du hier zu suchen? Hey, raus! Und jetzt raus mit dir! Und jetzt reiß mit dir! Nee. Das ist ja schrecklich. Dass du das nicht gewusst hast. Raus hier! Das habe ich früher auch gemacht. Ich bin der Meinung, es muss diese Lampe hier sein. Hey, raus! Dann muss ich dich eben rausprügeln! Das weiß doch inzwischen jeder. Alarm! Aber wir sollten das anders sehen, das ist. Der wird eine Truhe sein. Und jetzt mach das. Ja, ich weiß doch, Leute, ich weiß doch. Das ist ja schrecklich. Man erkennt es vor allem immer super an diesem kuriosen Das ist mal Anbau. wieder typisch. Was suchst du hier? Geh! Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich habe nur die Trü übersehen. Okay. Das ist ja schrecklich. Dass du das nicht gewusst hast. Das ist habe doch ich schon alles nur immer geredet. Gesagt. Raus hier! Ja, raus mit dir! Schlimme Zeiten sind das. Nicht diesen Geheimgang. Ich habe was anderes gehört. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was soll das denn? Hey, was wolltest du? Er sollte lieber den Mund halten. Ja, raus mit dir! Na komm, dreh dich um. Das ist ja interessant. Schlimme Zeiten sind das. Mir erfährt keiner was. Das war doch seine Entscheidung. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Meinst du, mir geht es? Weil die Lampe, die ist halt an der perfekten Höhe für sowas. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube da nicht dran. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Der Tugend des langen Steins. Ich habe es selbst. Hier ist ja nichts. Ganz deiner Meinung. Und es wird noch viel schlimmer. Ich habe für so etwas keine Zeit. Weiß doch inzwischen jeder. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ja, na Kommode ist nicht. Ich wundere mich über gar nichts. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Schon. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das hätte er auch selbst wissen können. Das ist kein Geheimnis. Ich esse irgendwo. Ich ihm das auch habe ich nicht noch mehr gar nicht gewusst. Das will doch keiner wissen. Geheimnis mehr. Nur Innos
entscheidet über Recht und Unrecht. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ist das wirklich wahr? Speicher mal kurz. Keine Ahnung, sag du es mir. Das interessiert mich nicht. Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist doch schon lange bekannt. Ich könnte mir so etwas nie erzählen. Womit denn? Womit denn? Und ich habe keine Pfanne. Ich glaube da nicht dran. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das ist so etwas nie erlauben. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das habe ich schon immer gesagt. Wird sich das jemals ändern? Er erzählt alles weiter. Das habe ich früher auch gemacht. Weil das ist so dämlich, dass es wiederum was genial ist. Ja, raus mit dir! Oh, eine verdammte Pfanne. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wer sagt denn sowas? Und wen kriege ich eine Pfanne her? Ich habe was anderes gehört. Weil meine Idee ist jetzt, ich nehme eine Pfanne, packe die auf den Ofen drauf. Und damit aktiviere ich einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Tür aufgeht. Wer bist du? Hat jemand eine Pfanne verkauft? Nee, aber weil sie Silber und sowas. Und das muss dann einer der gewischten Händler haben. Einer von denen hat das bestimmt. Regis? Ich glaube dann. Nein. Ich habe so einiges gehört. Schlimme Zeiten sind das. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Meine Meinung will ja keiner. Ich hätte das anders. Ich dachte, da wird hier was. Hier hast du das Buch. Danke. Du hast mich gerettet. Lema kann ziemlich ungemütlich werden. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Nein. Ich kann das nicht glauben. Okay, vielleicht hier einer von denen. Das war doch schon vorher klar. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hey! Man weiß gar nicht mehr, wem man das glauben kann. Zap. Nein. Da kannst du ihn nicht suchen. Jetzt gilt dir doch nichts Neues. Nö. Wirklich? Ich muss weiter. Von. Das wundert mich. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Hey. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Ich hätte das nicht gemacht. Das war doch schon vorher. Kannst du mir geht es. Stör mich nicht! Stör mich! Er redet einfach zu viel. Das gibt doch nur hey, mehr. Du! Joras, du was? Von mir erfährt keiner was. Zeig! Nur eine einfache Pfanne. Ehrlich, ja. Ich hab's selbst erlebt. Ich kann das nicht mehr hören. 20! Das ist so ein Wut! Oh! Neues. Da kannst du eh nichts dran ändern. Das ist doch alles. Er ist ein Buch, aber ich bezahl's trotzdem. Deiner Meinung. Jetzt müssen wir nur noch mal irgendwie reinschleichen. Einfach noch mal probieren. Weil der Herd ist, könnte halt ein Schlüsselobjekt sein. Was heißt, ich kann ihn nicht verwenden ohne Item. Das ist halt jetzt so die Sache, wo ich denke so, okay, das könnte sein. Kannst du nicht mal viel sagen, was ich glauben muss? Womit denn? Womit denn? Womit denn? Womit denn?
Womit denn? Hä? Hier was. Nee, aber meine Vermutung ist wahrscheinlich richtig. Aber hier sind ja zwei Betten. Links, rechts, rechts, links, nein, links, rechts, rechts, links, rechts. Was suchst du hier? Geh. Nichts. Kluges Kerlchen. Es ist ärgerlich. Kommt man da... Oh, was ist halt dämlich, das muss auf die Hand draufgepackt werden. Das habe ich so ein Gefühl. Auch spielt das ein komischer Anbau. Was suchst du hier? Geh! Raus hier! Du, ja, mach, Kerlchen, dass du wegkommst! Ich hätte ja auch zwei. Problem ist halt, es bringt mir auch jetzt kein Cheatcode zu verwenden, um einfach mal nachzugucken. Ich will auch einfach nur mal wissen, ob ich dort richtig liege mit meiner Vermutung. Ja, mach, dass du wegkommst! Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Okay, da muss sowas sein. Raus hier. Dann muss ich dich eben rausprügeln. Es ist ein Blutkelch und sowas, das ist eine richtige Geheimkammer. Weil da schon ein Sturm ist. Mehr wollte ich nicht wissen. Aber es war trotzdem bloß Nummer 5. Meinst du, mir geht es besser? Das Einzige, was da quasi nicht existiert, ist das hier. So, warte mal hier. Kasse will, dass ich ihr die 6 Blutkirche bringe. Sie sollen alle hier in der Stadt sein. Es heißt ja auch bloß in der Stadt. Irgendwie einen komischen Anbau. Nee.
Jetzt da einfach die Pfanne genommen. Ich hab was anderes gehört. Womit denn? Raus hier! Ja, mach, dass du wegkommst! Was suchst du hier? Geh! Ja, was Besonderes dabei? Nee. Du hast hier nichts zu suchen. Auch nicht. Was hast du hier zu suchen? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Nö, also da bin ich jetzt ein bisschen raus. Wir wissen jetzt, okay. Hier steckt jetzt noch einer. Da ist halt ein Blutkelch, aber einer fehlt noch. Mal einfach mal Kugel verwenden. Wir verwenden mal kurz Kugel. Zwei Blut. So. Nein, ich will keine Insert Codes. Hier verlassen alle Insert Codes. Verloren. Okay, verloren kostet 2. Hey, bring die Blutkelche, aber pronto. Aha. Checkliste. Okay, das, oh, das ist cool gemacht. Okay, weil den Schlüssel habe ich geklaut. Ah, okay, so ist die Code auf die Zeit. Das heißt, da das Ding ist in das Hafen, da ist boah, da ist das, das, da muss ich. Okay. Ich geh mal ins Haus. Da drin habe ich. Da hinten ist das Haus. Hier steht das Haus von Valentino. Hier geht's rein. Lampe, die jetzt geheimer Scheiter, die nicht zu nah dran stellen. Klack. Das habe ich doch probiert. Das habe ich gecheckt. Okay. Tieres Blutkelch. Jetzt geht's zum Bucher Lehmer, der Luthers Blutkirch jetzt Pfand genommen hat. Ah, okay, okay. Er muss mich erst nur dort stellen. Das muss doch erstmal einer drauf kommen. Ich stehe doch an den Ding dran. Hey. Nee, das ist doch lächerlich. Ich hab's doch eigentlich. Das ist wirklich nicht mein. Also, ganz ehrlich, Leute. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wo was ist. Mein Endeffekt ist halt jetzt bloß ein paar Sachen verkürzt. Ich hätte zwar, dass das nicht funktioniert, ist lächerlich. Ich wusste zwar, dass die Lampe sein soll, aber es hat nicht funktioniert. Okay, und unten das in der Bar, bei Lema. Hätte ich mir schön besser genauer angeguckt, dann hätte es Klick gemacht, aber. Ich glaube, im Endeffekt wäre ich eh aber los, so hätte die das was ausgeraubt, also. War das nur eine Frage der Zeit?
Aber auch schön, dass bei Valentino hier ein Kind ist. Oder? Zumindest was anderes Todes. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, ich hau doch schon ab. Bin hier oben fertig mit Klauen. Dankeschön. Und danke, Professor Dr. Google, für die Hilfe. Ich bin selber kein Freund davon, wenn ich dazu gezwungen bin. Also, ich bin nicht dazu gezwungen gewesen, aber Google zu nutzen. Weil das war alles total dämlich. So, die Frage ist, geht auch pennen? Pennen, ansonsten komme ich da nicht ran. Was hattest du da drin zu suchen? Was suchst du hier? Geh! So, aber der Typ schläft ja nicht. Würde es helfen, wenn ich den jetzt von hier aus einmal den Schlaf verpassen würde? Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Du musst den richtigen Moment abpassen, bis er schläft. Das höre ich zum ersten Mal. Wer erzählt mir sowas? Ah, wann ist der? Man kann alles glauben, was man hört. Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Verdammt, was ist... Ja, mal gucken, ob er jetzt schlafen geht. Oh Leute, man kann hier hochspringen. Weiß ich gar nicht, dass man da so hochspringen kann. Jetzt geht er endlich pennen. Endlich. Komm ich mit die Blutkelche. Alle 6 Stück. Links, rechts, rechts, nein. Links, rechts, rechts, links, nein. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Bye, bye. Geilo. Einfach genial. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Davon lass ich über die Finger.
Es ist wirklich gut, die laufen jetzt. Schlimme Zeiten sind. Kannst du Google gebraucht, aber okay. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Sag mal so, wenn es bei ihr nicht gewagt gewesen wäre, eine, die Diebe behaust, das hätte mich gewundert. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute? Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinnes zu bieten hat? Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also, treib es nicht zu weit. Hast du einen Job für mich? Es gibt da schon eine Sache, die ich gerne haben würde, aber bisher habe ich es noch nicht gefunden. Was kann ich dir besorgen? Einen Sextanten. Bring mir einen Sextanten. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Einen Sextanten? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es sein soll. Wo habt ihr eigentlich eure Beute versteckt? Ach komm, du erwartest doch nicht, dass ich dir das erzähle. Du hast genug Gelegenheit, dir selbst Beute an Land zu ziehen. Denk dran, wer zu viel will, geht am Ende leer aus. Wegen der Blutkelche. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Gute Arbeit. Ich habe inzwischen einen Käufer ausfindig gemacht. Deine Belohnung kannst du haben. Danke, dass du diese Sache für mich gemacht hast. Mehr habe ich für dich nicht mehr zu tun. Aber du kannst jederzeit von mir lernen. Und es gibt genug auf der Insel, das du dir aneignen kannst. Ich will meine Belohnung abholen. Was willst du haben? Ja, was nehmen wir denn? Heiltränke? Goldstücke? Gib mir das Gold. Naja. Ich will geschickter. Komm wieder, wenn du. Ich weiß ja noch, wie viele Lernpunkte. 5. Das reicht für den nächsten Bogen. Ich will Jasper, hast du was für mich? Hey, du. Zeig mir die Kunst des. Komm wieder, wenn. Okay, dann hören wir jetzt mal das Sumpfkreuz zurück. Ich hab einen Sextanten. Ich weiß nicht mal, was ein Sextant ist. Kannst du hier nichts dran ändern. Ein Buch. Das ist ja schrecklich. Oder was anderes vielleicht? Keine Ahnung. Man weiß gar nicht mehr. Könnt ihr den einen Punkt. Nutzen Bogenschießen zu verbessern, um einen Punkt. Kein Fallschaden? Lol. Ich würde sagen, gehen wir mal zu ihm rein und verkloppen den mal. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du es dir anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Ja, klar. Hey, du bist ja immer noch... Jetzt. Was zur Hölle? Das ist doch gut. Das war, hat nur übelst ein Damage gemacht mit einmal. Ich. Hey, du bist ja immer noch hier. Jetzt. Yeah.
Ganz nach dem Motto, ich hau die Menschen nur um. Ich. Hey! Jetzt. Steck die Waffe weg. Na, warte, du. Hätten töten sollen. Na, warte, du. Müssen also umhauen. Ich lasse es einfach mal so stehen, den Mord. So, Paket sind gerade auch da. Wenn ich jetzt in den Stadtwachen vorbeigehe und ist alles gut, dann ist alles gut. Wenn einer rumschreit, Mörder oder sonst was, dann ja, ist es so. Das war doch klar. Hey, du. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich hab mir was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Ja, du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Korinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Klar. Bring mir was bei. Ist auch doch klar. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Wie ist das so, zum Ring zu kommen? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Verstehe. Okay, dann bringen wir jetzt das Paket zum Code weg. Ich hätte nicht, das hast du nicht gewusst. Und bring den Feuermagier den Brief. Hey, du. Die Frage ist. Was machen wir dann als nächstes? Meine eigene Meinung. Das weiß doch inzwischen jeder. Also ich bin jetzt. Also ich würde sagen, wenn man das nicht macht, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal zu Vatras zurück. Ich sage hier, hab abgeliefert. Ich könnte dann mit Laris mal Richtung den Wassermagier gehen. Das wäre auch so eine Idee. Aber so an sich. Ich bin jetzt auch nur nicht stark genug, um gegen mächtige Kreaturen zu kämpfen. Schattenläufer, Snapper. Oder halt gegen Orks.
Das nächste war eigentlich, die Banditen zu töten. Die machen auch einfach viel zu viel Schaden noch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erst zu Paramagio, geben den Brief, gehen zu den Söldnern, gebe denen das Paket Sumpfkraut und dann mal gucken. Dann eventuell Dexters Leute töten. Ich meine, ich konnte jetzt wieder Erfahrungspunkte durch Taschendiebstahl holen, was absoluter Wahnsinn ist. Ich könnte natürlich ins Bienenteig gehen. Ich komme eh nachher wieder her zurück. Aber die Frage ist, ob Beck da noch steht, ob dann die Mission mit dem Wassermagier nicht schon fehlgeschlagen ist. Der Bogen, der macht ja ordentlich Schaden. Als erkennbar mehr Schaden. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut, du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Dankeschön. Zeig. Möge Innos. So, dann auf zu den Söldnern, oder ist hier noch ein Scavenger oder sowas hier? So, ich bin jetzt aber an meine Ringe und Co. gebunden. Nächsten Punkte sollte ich wahrscheinlich erstmal in Bogenschießen stecken. Die Trefferquote auf höhere Distanz verbessern. Damit ich überhaupt eine Chance habe, Gegner aus der Ferne zu töten. Meine 1% wird den Braten nicht fett machen, aber. Es ist wie den Penny. Wenn den Penny nicht ehrt. Außerdem bin ich ehrlich, ich wüsste nicht, was ich jetzt anders können soll, außer Geschick hochballern und Bogen. Wüsste ich jetzt einfach nicht. Ist das ein Snapper? Locker und Blutfliegen. Bin ich stark genug, um Loka zu töten? Nichts zu holen. Aber kriegt man den nicht raus. Doch, die klauen. Okay, das ist gut. Weil dann werde ich lieber erstmal für Lokajagd gehen. In der Hoffnung, dass ich in der Zeit nochmal so. Ich glaube nicht, dass ich das ein Level schaffen werde, wenn ich da oben die ganzen Loka töte.
aber es sind ein paar Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld. Alles Dinge, die ich gerne mitnehme. Ach. Da hat er seinen Laden. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Zeig mir deine... Die Auswahl ist nicht sehr gut. Ja, ein schwerer Kriegshammer. Ja, ja, die Auswahl ist nicht sehr groß. Amulett habe ich noch gar nicht. Das müsste ich eigentlich mitnehmen. 20 Leben sind 20 Leben. Stärke sind halt auch 10 Stärke, ne? Was ich einfach so geschenkt kriege. So, ich weiß, dass ich Silberteller und Kelche nicht... Auch das kriege ich in der Hafenstadt gut los. Okay, ich muss jetzt sagen, mein Schaden hat sich gut verdoppelt. Nee, ist aber nicht kaufmündig. Das ist rausgeschmissenes Geld. Bringt das Bier was? Ja. Okay, ihr könnt mich verfluchen. Also ich sag's mal so, mit Attributen weiß ich, dass es ein Cap hat, dass man, aber ich weiß nicht, wo man Lebensenergie erhöht kriegt, also... Man sieht schon besser. Mit 28 Lebenspunkten mehr. So locker. Zeit, dass er stirbt. Wenn ich den hier aus der Distanz treffen kann, ja. Oben am Pass sind halt auch eine ganze Menge. Das ändert auch was. Also da sind bestimmt noch mal Spruchrolle drin. Ich muss sagen, mein Schaden hat sich ja fast verdoppelt jetzt mit der Waffe. Jetzt 20 Schaden mehr. Jetzt krass, dass 20 Schaden in dem Spiel ausmachen. Also die Schadensmenge in Gothic ist mir ein Rätsel. Da blick ich nicht durch. Waffe macht 35 Schaden. Okay. Mach an locker kaum Schaden. Waffe macht 50 Schaden. Der ist 3 Hits tot. 25 Schaden. 15 Schaden. What the fuck? So, dann können wir uns hier oben die ganzen Lurker.
Ich weiß, Level-Up ist weit, weit weg. Aber Schritt für Schritt komme ich näher mein Ziel. Immer Schritt für Schritt. Peu à peu. Kommt jetzt schon wieder dieser Ding her? Und für jede Kreatur, die ich töte, kriege ich noch ein bisschen Geld oben drauf. Nein, Schafe werden nicht getötet. Auch wenn das, glaube ich, kein stören würde. Sagen wir mal, bei Feuerburg würde ich jetzt sagen, Trefferquote erhöhen. Dafür werde ich mein nächstes Level mal komplett ausgeben. Wobei es gerade gut aussieht mit der gut ausschaut mit der Trefferquote. Aber und darfst du belobieren, weil dann geht immer was schief. Und schon. Nein. Meine Fresse ist eine Menge Kraut. Stirb. Ist auch noch ein Grab. Grundstücke. Nein, Heilkraut. Okay, drei Stück. Trank und noch ein Trank. Okay, einfach den töte ich noch, ohne dass es mir Schaden macht. Der andere wird mir Schaden machen. Komm schon. Hitter. Geht doch. Uns die teilweise gerade nur die Feierküsten raus. Menge Erfahrungspunkte zu Level Up. Egal, Geronimo! Laut. Hätte ja klappen können. Zeit ersparen ist so eine Scheiß. Stimmt dort teilweise so ewig.
beklauen? Einfach passiert uns beklauen. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Kannst du mir... Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen... Einhändig brauche ich nicht. Den Bogenschütze. Könnt ihr bei Sekops Hof die Leute noch ausrauben? Ich muss es so sagen, ich nutze gerade jede Möglichkeit zu leveln. Jeder. Auch wenn es Taschendiebstahl ist, ist mir scheißegal. EP sind EP. Ich kann nicht klagen. Witzig. Hey, Sekop. Das nächste Mal zahlst du pünktlich, klar? Womit habe ich das nur verdient? Hey. Was willst du haben? Die verkauft den Knochenbogen? Ja, nicht eine Weile. Dankeschön. Mega. Hey. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir... Kannst du es... Na, da... Ich sehe nicht. Der hat mich hart getroffen. Sag mal, der grimmige Typ da. Das ist Bronco. Was ist mit ihm? Ist das euer Bauer? Hat er dir das erzählt, ja? Sekop ist unser Bauer. Bronco ist nur ein Faulpelz und tut nicht gut. Aber er hat Bärenkräfte. Deswegen sagt keiner was, wenn er nicht arbeitet. Die einzigen, die er fürchtet, seid ihr Söldner. Und sonst? Ich hab zu tun. Na?
Immer noch große Fresse? Du bist ein Söldner, nicht wahr? Hätte ich mir fast denken können. Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Es hat trotzdem gewagt, seine Geldbeutel zu stehlen. Trotzdem noch. Tja, das Problem ist, da oben sind ja noch ein, zwei Kämpfe, wo ich sage, ja, das wird nichts. Den einen für hier, da schon. Hier, wie heißt das? Gastwirtin? Das habe ich ein bisschen verkackt. Erstmal. Hey, du. Machst du noch was ab? Zur Zeit nicht. Okay. Nicht ausrauben. Auch gut. Hey, du. Hey, du. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werd erstmal ein paar drehen. Sag klar. Sumpfkraut, immer gut. Hey. So, ohne. Der wird bestimmt wieder rumbeut. Wie kannst du nur? Hey. Jetzt noch arbeiten soll und. Oh, da wird er rumheulen. Ach, warte mal. Das hat er doch vorher gewusst. Ach, warte mal. Hat sich das jemals ändert? Warte mal. Warte mal. Ich will. Ne, dafür bringt kein Bogenschießen bei. Warte mal. Lee? Ne. Und der draußen um buntes Wasser, Regen des Wassers. Ich kann dich an jeder Waffe aus. Okay, kleiner Soundbug. Das höre ich zum ersten Mal. Ist weg. Kann ich nicht gebrauchen. Hey, du. Das höre ich zum ersten Mal. Okay, einfach gehe ich jetzt immer hin. Das ist solider. Das ist solider. Hey. Wir beide müssen uns mal und... Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof... Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Hey! Ich... Na, dann müssen wir noch mal darüber reden. Steck die Waffe weg! Jetzt! Die hauen sie... Hör nicht auf! Sag, ich hab dich! Nicht schlecht, das. Okay, ich mache einfach gegen Bronco viel zu wenig Schaden. Hey, du. Wir beide müssen. Was willst du? Hey. Wir beide sollten. Ich wüsste nicht, worüber.
Ey, ich schaff's den einfach nicht. Das ist viel zu stark. Seine Idee macht doch bis 20 Schaden, aber meine Meinung will ja keiner hören. Ich bin jetzt auch nicht ausgebildet, gerade mit einer Waffe umgehen zu können. Das habe ich früher auch gemacht, Herr Lord. Ich will. Was soll ich dir nicht drauf verlassen? Na bitte, du bist schon. Will ja keiner hören. Okay. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufhört. So, wollen wir noch probieren? Die Banditen zu töten. Nein, wir probieren es zwar, aber tricksen da ein bisschen. Ne? Weil ich bin noch ein bisschen zu schwach dafür. Ich werde mich auch gleich mal so in die Richtung hinstellen, damit das in der nächsten Folge gleich weiß hier. Banditen machen. Wenn ich jetzt so in den Aufgang gucke, Lucia. Könnte damit beenden. Sextant. Ja, Sextant, keine Ahnung. Lucia könnte ich damit beenden. Das weiß ich nicht. Das passt auch nicht. Ja, ich auch nicht sozusagen. Kann ich auch nicht machen. Ja, das könnte ich machen. Deine Silber Jack kann nicht in seinen alten Leuchtturm zurück, solange dort die Banditen hausen. Das könnte ich machen. Weil mein Plan ist jetzt erstmal, für die nächsten paar Folgen, ehe ich ins Mintag gehe, möchte ich hier so viel wie möglich machen. So viel wie möglich Kreaturen töten, so viele Nebenmissionen machen, falls es halt, wenn man dann wieder herkommt, nicht fehlgeschlagen zählt. So, mit Wassermagier kann ich machen. Also kann ich zu Vatras zurückgehen. So, okay, wow, also Nexer töten. Zu Vatras zurückgehen und den Leuchtturm für Jack befreien. Das ist vorerst der Plan für die nächste Folge, würde ich sagen. So, und dann bedanke ich mich auch an der Stelle wieder mal recht herzlich fürs Zuschauen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüttelü.